Jetzt geht es ums Theater Kontrast. Bei mir ist Silvia Brücker. Silvia, bevor wir erzählen, was ihr denn spielt, möchte ich gerne mal wissen, wer ist Theater Kontrast? Wer sind ihr? Also das Theater Kontrast ist seit bald 30 Jahren existiert das. Ist entstanden aus der katholischen Arbeiterbewegung, etwas, das heute kaum mehr jemand kennt. Inzwischen natürlich völlig neutral, konfessionell unabhängig. Und wir dürfen aber immer noch Gast sein im Pfarreiheim St. Anton in Basel. Das ist ein grosses Plus für uns, weil wir einen Haufen Geld sparen können, da wir nicht subventioniert werden. Wie gross ist denn die Truppe und an was haben wir geschafft? Wir haben schon bereits 3 Aufführungen gehabt. Also wir sind, im Pott haben wir etwa 10 bis 15 Aktive. Aktuell sind es 7 auf der Bühne. Und wir haben Probezeit im September. Wir haben eine neue Regisseurin, die Theaterpädagogik studiert hat und uns ganz viele neue Inputs gegeben hat. Ich denke, das haben die ersten Zuschauer auch schon gemerkt. Wir sind spontaner geworden, können ein bisschen mehr improvisieren, lockerer. Und es ist sehr gut angekommen beim Publikum. Dann gehen wir doch aufs Stück ein. Was spielt ihr denn jetzt? Und am kommenden Wochenende ist die letzte Chance, um nochmal 2 Aufführungen anzuschauen. Genau. Das Stück heisst «Das mal etwas mit Niveau». Und es handelt von einem Stück im Stück. Also der Zuschauer ist Zeuge davon, wie die ersten Proben entstehen. Was dort so abgeht, was alles schief geht. Und das ist sehr amüsant. Wunderbar, dann kommen wir hier in, wo sind wir, in welchem Zentrum? Wir sind im Pfarreiheim St. Anton an der Kannenfeldstrasse 35 in Basel. Also, unbedingt das Stück schauen, dann sind wir auch ein Teil vom Theater.